Guten Morgen. Ich möchte mit euch heute meine Vision teilen. Und zwar die Vision, die ich habe von einer Welt in 10, 20.000 Jahren. Und ich möchte einfach den YouTube-Kanal hier nutzen, um den Menschen, die vielleicht das nicht so gut in Worte fassen können, einfach so eine Gedankenstütze zu geben und sagen, ja, genau das fühle ich auch. Und dieses dann auch wieder weiterteilen, Freunden, Bekannten zeigen und sagen, das ist die Welt, wie sie in 10, 20.000 Jahren aussehen wird. Und diesen Menschen dann eben auch wieder die Möglichkeit gibt, das vage Grundgefühl, was viele Menschen haben von einer Zukunft, das dann halt eben besser für sich ja, zu akzentuieren und entsprechend auch in viel größerer Liebe und Zufriedenheit ihr Leben leben. Weil sie wissen, sie sind ein Teil dieser Vision. Nichts passiert von heute auf morgen. Diese gravierenden Änderungen in unserer Persönlichkeit, in unserer geistigen Evolutionsstufe der Menschheit haben hunderte von Jahren gebraucht, tausende von Jahren. Und ich teile euch heute meine Vision einer Welt, die eben in 10, 20.000 Jahren, vielleicht auch in 50.000 Jahren, vielleicht schon in 500 Jahren, wann auch immer, aber eine Welt, die kommen wird. Und ein Punkt, den wir schon seit Jahrtausenden beobachten können bei den Menschen, das ist die geistige Evolution. Sie wird weiter voranschreiten, das heißt Menschen beginnen mehr Mitgefühl füreinander zu entwickeln, Menschen streben eher danach zusammenzurücken, in einer Gemeinschaft zu leben und andere zu respektieren, in Sicherheit zu leben, also andere nicht zu attackieren. Natürlich. In unserer heutigen Welt gibt es auch noch genug Kriege, es gibt genug Hass und es gibt genug Feindseligkeiten. Aber wie ich schon sagte, das passiert nicht von heute auf morgen. Wenn wir zum Beispiel die Gewaltverbrechen von heute vergleichen in Relation mit vor 2000 Jahren, natürlich runtergerechnet auf die Anzahl der Menschen, dann ist das heute, da leben wir in einer so friedlichen Welt im Gegensatz zu vor 2000 Jahren oder vor noch 100 Jahren, wie nie zuvor. Die Welt ist so friedlich wie nie zuvor. Natürlich, wenn man darauf fokussiert, auf Nachrichten, auf Medien, die nur ja, davon leben, dass es irgendwo Kriege gibt oder Skandale, dann könnte man meinen, man lebt in einer total aggressiven Welt. Aber wenn ihr ehrlich zu euch seid und mal eure eigene Aggression außen vor lasst und ihr geht durch eure Straßen, von früh bis abends, ihr werdet sehr wenig Aggression merken. Und wenn euer Mindset entsprechend ist, werdet ihr einfach von früh bis abends in Liebe wandeln können. Und das wird sich weiter fortführen. Die Menschen werden immer mehr danach streben, dass es allen Menschen gut geht, weil sie genau wissen, dass es ihnen dann selber auch gut geht. Denn wenn man sich bereichert auf Kosten eines anderen Menschen und ihnen irgendetwas wegnimmt oder ihn in eine schwierige Situation bringt, dann muss dieser Mensch handeln. Und er wird dann auch auf eure eigenen Kosten versuchen, sich wieder hochzubringen. Wenn er aber sieht, dass er ein Teil einer Gemeinschaft ist, dass andere für ihn da sind, dann erwächst ein ganz intrinsisches Gefühl dafür, auch für die anderen da zu sein. Vielleicht nicht bei jedem Menschen und in unserer heutigen Gesellschaft aufgrund unserer Konditionierung und die vor allem in Richtung Individualität und Ego-Streben, Machtstreben gehen, ist es auch ja, bei großen Teilen der Gesellschaft vielleicht noch nicht so, dass das dann automatisch in ihrer eigenen Lebenszeit so passiert. Aber wir reden hier von Tausenden von Jahren, die wir Menschen Zeit haben, uns zu entwickeln. Und es wird weiterhin so sein, dass es eben keinen Hunger mehr gibt. Es wird bald keinen Hunger mehr geben. Wir haben jetzt schon genug Kapazitäten, um jeden Menschen zu sättigen. Aber es ist noch ein Allokationsproblem und eben auch aufgrund des Machtstrebens leiden viele Menschen in dieser Welt noch Hunger. Es müsste aber bereits jetzt schon nicht mehr so sein. Wenn alle Menschen sich immer mehr in ihrer Bewusstheit dafür entscheiden, etwas pflanzlicher zu leben, wäre das ein erster Schritt in die Richtung, um den Welthunger zu lösen. Weiterhin ist auch das Sicherheitsbedürfnis der Menschen sehr groß und entsprechend auch da wieder ein Interesse daran, dass
alle Menschen sich sicher und geborgen fühlen und dass keiner jemand anderen was Böses tun möchte. Und entsprechend wird es auch eine Entwicklung sein. Wir werden sehr, sehr sicher leben. Wir brauchen keine Armee mehr. Wir brauchen sicherlich noch lange Zeit eine Instanz, so wie die Polizei, die so ein bisschen ja, auf die Menschen, die sich bereichern wollen an der Gemeinschaft, die die Gemeinschaft schaden wollen, die es im Übergang zu dem Punkt, was meine Vision ist, halt auch existieren werden, da zurechtweisen. Aber im Großen und Ganzen wird es zu 100% sicher in Bezug auf andere Menschen ja, eine Gesellschaft sich dann bilden. Ein wichtiger Punkt dabei ist ein hoher Grad an Technologisierung. Ich weiß, das wird viele Menschen jetzt so ein bisschen vor den Kopf stoßen und sagen, ja, Christian, du bist immer so für Natürlichkeit und sie assoziieren damit eine enttechnologisierte Welt. Das ist eine schöne Romantik, eine romantische Vorstellung, aber es ist leider an der Realität vorbei. Wir Menschen, das müssen wir einfach eingestehen, sind Menschen, also sind Individuen, sind eine Rasse, die sich ständig weiterentwickeln will. Das liegt aufgrund der Tatsache, dass wir eben in unserem Gehirn das in irgendeiner Weise verdrahtet haben. Das ist einfach eine Entwicklung, die auch intuitiv bei mir sich nicht ändert, was die Zukunft angeht, sondern die tatsächlich so bleiben wird. Und es wird einen hohen Grad an Technologisierung geben. Aber die Sache ist die Technik ist nicht schlecht. Nichts ist per se schlecht. Sie kann nur schlecht eingesetzt werden. Und wenn Technologie sinnvoll eingesetzt werden kann, dann denke ich, hat Technologie einen großen Anteil daran, dass wir eben ja, befreit sind vom Hunger. Wir werden auch befreit sein von dem, was die Menschen Arbeit nennen. Also es gibt ja Menschen, die unterteilen Arbeit und Freizeit und diese Menschen, die werden dann befreit von der Arbeit sein. Menschen, die jetzt schon einfach das tun, was ihr Herz ihnen sagt, dann das werden sie auch weiter tun. Aber manche Menschen sehen sich ja gezwungen zu arbeiten, um etwas zu erreichen. Und ja, das wird es einfach nicht mehr geben, weil die Maschinen werden einfach den kompletten Essen und die Sicherheit werden die alles bewerkstelligen, ohne dass wir was dafür tun müssen. Und ja, und die Menschen können sich dann auf ihre geistigen Fähigkeiten und auf diese Arbeit dann konzentrieren oder auf diese Tätigkeiten. Und da sind wir schon beim nächsten. Ich glaube eben nicht mehr, dass es dann, wenn diese Sicherheit und dieser, ja, dass kein Hunger mehr existiert, wenn das bereitgestellt wird, dass eben die Menschen ja, irgendwie sich noch gezwungen fühlen, Sachen zu tun, sondern dass sie befreit sind von diesem Zwangskorsett und dass sie ihre geistigen Fähigkeiten laufen lassen können, dass es viel mehr Kunst und Kultur geben wird, im Sinne von nicht Kultur, das ist meine Kultur, das ist deine Kultur, unsere Kultur ist besser, sondern einfach Kultur im Sinne von ja, einer geistigen Manifestierung seiner Intuition, den Dingen, die man spürt. Und da gibt es ganz viele Kanäle, da gibt es sowas wie die Malerei, da gibt es aber auch eine Kultur in den Gesprächen, es gibt innerhalb des spirituellen Bereiches, also des energetischen Bereiches, einfach Dinge, Bewegungen, es gibt eine Art von Sport, die eben dazu führt, dass man selber in den Flow kommt und solchen Dingen wird man danach nachgehen und sehr viel nachgehen und sich so geistig immer weiterentwickeln. Und ich merke das selber jetzt an mir, seit ich meine Ernährung umgestellt habe, eine pflanzliche Ernährung. Da habe ich natürlich einen Anteil dazu beigetragen, einen minimalen Anteil, den Welthunger quasi anzugehen. Aber vielmehr ist dann auch in meiner persönlichen Entwicklung wieder Dinge zutage gekommen, die halt schon etwas verschüttet waren. Viel Kreativität, viel ja, Schaffensfreude, die nicht darauf ausgerichtet ist, Geld zu verdienen, sondern einfach nur im Flow zu sein und die dann wiederum andere Menschen inspiriert, und das ist ja nichts anderes, das ist ja YouTube-Kanal, andere Menschen inspiriert, auch wieder ihrem Herzen zu folgen und in Liebe zu leben. Und das ist natürlich wunderbar, wenn das dann solche Kreise zieht. Und ich möchte auch ein Wort zu den oft angefeindeten Unternehmen wie Google und Facebook verlieren. Das sind meiner Meinung nach, zumindest bei Google bin ich zu 100% davon überzeugt,
bei dem Facebook Konzern kann ich es noch nicht ganz so sagen, ich kein Gefühl, aber bei Google bin ich und alles, was damit zusammenhängt, alle, die haben ja verschiedene Unternehmen, Google ist ja ein riesiges Konsortium an Unternehmen, die wir alle kennen, ja, YouTube zum Beispiel gehört auch dazu. Die Google-Gründer und das, wofür Google steht, das sind Visionäre. Das sind Menschen, die weiterdenken und das sind Menschen, die uns voranbringen. Und viele reden immer von Datenkrake und dass sie unsere Privatsphäre verletzt wird, weil man dann passgenauer bei den Suchen passgenauer Suchen hat oder die besseren Produkte vorgeschlagen bekommt und so weiter. Das ist aber nicht negativ. Umso besser uns die Technologie kennt, umso weniger Privatsphäre wir haben, umso mehr verschmelzen wir mit dem Sein, mit unserer Umwelt. Der Verlust der Privatsphäre, der Verlust dessen, dass man sich abgegrenzt fühlt und in seinem stillen Kämmerlein irgendetwas macht, das ist der Anfang davon, in eine bessere Welt zu kommen. In eine Welt ohne dieses Gefühl, oh, ich muss jetzt irgendwas verheimlichen. Niemand darf meinen Namen wissen, niemand darf sehen, wie ich aussehe, niemand darf über meine politische Ideologien erfahren oder über meine sexuellen Perversionen. Das ist mein Privatleben. Wenn man das aufgibt, und auch da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, und ich bin mir sicher, dass es kommen wird, fühlt man sich befreit und man kann einfach sein. Den ganzen Tag. Das ist wunderschön. Und so entsteht halt immer eine größere Vernetzung, auch in digitaler Hinsicht und natürlich dann auch in physischer Hinsicht. Das auch erlebt, dass man halt zuerst digital sich mit vielen Menschen kontaktiert und neu kennenlernt und dann trifft man sich und manche Menschen kommen auf mich zu, umarmen mich und sagen, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Aufgrund der Tatsache, dass ich hier aus meinem Zimmer die Videos mache und persönlich und offen über alles rede. Ja, und wir umarmen uns einfach, fremde Menschen, weil ich die Möglichkeit genutzt habe, die der Konzern Google und YouTube da bereitgestellt hat. Ja. Und das ist auch meine Vision. Und es wird einfach so sein, dass die Liebe für die anderen Personen, dass die Ruhe, dass sie einfach durch alle Menschen fließt. Es wird keinen Zwang mehr geben, es wird keine Sklaverei mehr geben. Also sowohl die Sklaverei, die wir sowieso schon abgeschafft haben, als auch die Sklaverei, die derzeit unsere Gesellschaft noch durchfließt, wenn es darum geht, dass wir Kindern unsere Werte aus vergangenen Tagen überstülpen wollen, dass wir Kinder zum Schweigen verurteilen, dass sie nicht ihre Meinung sagen dürfen, dass sie sich nicht so entwickeln dürfen, wie sie das gerne möchten. Ja. All diese Sklaverei wird auch irgendwann ein Ende nehmen. Und ich bin zu 100% überzeugt, dass diese Welt kommen wird. Und ein Teil dessen zu sein, wie diese Entwicklung läuft, ist dasselbe, wie als würde ich in dieser Zeit leben. Für mich qualitativ absolut dasselbe. Ich bin ein Teil dessen, was ich euch heute gesagt habe. Und ein sehr, sehr wichtiger Teil. Genau wie jeder, der jetzt schon in einem Zustand lebt, der der Vision entspricht. Weil nur dann, wenn genügend Menschen diese Vision auch tatsächlich leben, nur dann entsteht auch diese Vision. Und umso mehr das tun, umso mehr auch diese Vision teilen, sowohl geistig als auch physisch, indem ihr das einfach bei Facebook teilt oder irgendwo bei YouTube oder einfach die Ideale per Gespräch anderen Menschen mitteilt. Ja, umso schneller geht das alles. Und jedem steht frei, auch ein Teil dieser Vision zu sein, denn wenn du dich ändern willst oder wenn du ein Teil dieser Vision sein willst, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Du musst es einfach leben. Ich hoffe, dass der ein oder andere sich vielleicht jetzt denkt,
Ja, genau das habe ich eigentlich schon immer gespürt. Es ist schön, dass es jemanden ausgesprochen hat und dass diejenigen sich einfach jetzt sehr, sehr gut fühlen und dass sie dieses Gefühl dann eben auch in ihr Leben transportieren, andere Menschen damit inspirieren können. Und das wäre mein Wunsch für heute. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis morgen.